Einsamkeit entwickelt sich in den modernen Industrienationen immer mehr zu einer Pandemie, zu einem Gesundheitsproblem. Es gibt in Großbritannien inzwischen sogar einen Minister gegen Einsamkeit. Es gibt immer mehr Studien über Einsamkeit und die ergeben, Einsamkeit führt zu mehr Stress, zu Depressionen. Einsame Menschen leben kürzer, etc. etc. Es gibt enorm viel Literatur dazu. In diesem Video möchte ich eigentlich hinterfragen, ob das Ganze nicht etwas zu tun hat mit der Krise des Glaubens und der Krise der Kirche. Nun ist eine Umfrage erschienen über die Einsamkeit in Deutschland. Das sind wirklich sehr traurige Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Ich lese hier aus einem Bericht aus dem ZDF einige Sätze. Und zwar, ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland, ein Viertel, überlegen Sie das mal, fühlt sich sehr einsam. Also das sind die Leute, die sich wirklich einsam fühlen. Ja? Also das heißt, wahrscheinlich die Leute, die immer wieder sich mal einsam fühlen, ist noch viel mehr als ein Viertel. Das ist wirklich unglaublich. Als noch in den 80er Jahren, wenn man in einer Stadt wie Frankfurt lebt oder wie Hamburg und so, gab es in jeder Ecke eine Kneipe und da haben sich die Leute am Abend getroffen. Das sieht man kaum noch. Ja? Die Leute gingen dahin, haben ein Bier getrunken, haben Skat gespielt, haben sich unterhalten und so weiter. Also man sieht das ja schon in den Aspekt für jemanden, der ein bisschen älter ist, ja, der merkt eigentlich, da ist viel weniger geselliges Leben, insbesondere für Menschen ab einem gewissen Alter. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage. In Auftrag gegeben wurde sie von der Depressionshilfe. Das heißt, diese Umfrage wurde in Auftrag gegeben von Leuten, die tatsächlich im Fokus haben, die Gesundheit der Menschen. Die wahrgenommene Einsamkeit wurde dabei anhand mehrerer Kriterien erfasst. Und hier kommt ein interessanter Hinweis, denn da könnte man sagen, aha, das Ganze hat mit der Krise des Glaubens und der Kirche zu tun. Und zwar, die Befragten sollten etwa sagen, ob sie immer jemanden haben, um alltägliche Probleme zu besprechen. Und da, wie ist das zu verstehen? Das heißt, im Grunde genommen, die Menschen Personen haben um sich, zu denen sie Vertrauen haben. Heutzutage, also das passiert mir manchmal, man fährt U-Bahn und dann wird man von Leuten, die man noch nie gesehen hat, angesprochen und die fragen Dinge, die sehr persönlich sind. Und ich frage mich, ja, was ist da eigentlich los mit dieser Person? Ja, offensichtlich, diese Person fühlt sich so einsam, dass er schon verzweifelt ist. Ja? Das heißt, jeder, der sozusagen mit denen zusammentrifft, dann versucht er mit ihm in Kontakt zu kommen. Und das ist schwierig, weil man merkt, das sind Leute, die auch irgendwie schon so sozial, ja, abseits sind. Ja, es ist schwer, mit diesen Leuten irgendwie normal zu sprechen. Ja, aber das Normale wäre, ist, dass die Personen Vertrauenspersonen haben. Aber Vertrauen entsteht einfach nicht so, sondern Vertrauen entsteht, wenn man merkt, aha, eine Person führt ein moralisch gutes Leben. Das heißt, ein Leben entsprechend der 10 Geboten. Und natürlich, dann kommt man eigentlich schon zu einer Beobachtung kommen. Je weniger die Leute die Religion ernst nehmen, je weniger die Leute die 10 Gebote ernst nehmen, je weniger die Leute die Moral ernst nehmen, ja, desto weniger vertrauenswürdig sind sie, ja, weil man hat nicht den Eindruck, okay, diese Person hat Nächstenliebe, diese Person hat Güte, Barmherzigkeit, diese Person denkt nicht nur an sich, sondern eben, ja, man ist sich da unsicher und dann entwickelt sich einfach dieses Vertrauen nicht zu dieser Person und da wird sich auch nicht irgendwie eine Vorstellung oder ein Gefühl entwickelt, aha, ich kann mich bei dieser Person öffnen und ich kann diese Probleme, meine eigenen Probleme mit dieser Person besprechen. Und diese Situation, dieses Vertrauensverhältnis hat sich ja typischerweise in der Kirche bzw. in den Gemeinden. Und da ist natürlich, das schlägt ganz voll die Glaubens- und Kirchenkrise, weil das ist natürlich auch eine moralische Krise. Abgesehen davon, dass die ganze Religion, ich meine jetzt auch nicht nur, ausnahmsweise meine ich jetzt nicht nur die katholische Kirche, sondern außerdem noch zum Beispiel die evangelische Kirche, die sind so gespalten, ja, durch die Einführung von Dingen wie Gender und diese ganzen Geschichten, Ehe für alle, ja, Aufweichung der Sexualmoral, dass natürlich die Leute sagen, okay, da kann ich kein Vertrauen mehr haben. Ich weiß ja nicht, ob die Person, mit der ich bin, ja, vielleicht total für den synodalen Weg ist, also total für eine liberale Sexualmoral etc. Ich weiß nicht, ob ich zu dieser Person eigentlich noch richtig Vertrauen entwickeln kann. Vielleicht rede ich mit dem und dann wird er sagen, nee, das ist ein Fundamentalist, ein Ewiggestre und so weiter. Das heißt, die Kirchen sind so gespalten, so polarisiert, ja, in ihren Ansichten, dass natürlich dieses Gefühl, ich gehe in die Kirche und da weiß ich, da habe ich eine relativ homogene Gruppe von Menschen, die sich nach Gottes Gesetzen richten, die
dieses Gefühl kann ich nicht mehr haben, insbesondere aufgrund des synodalen Weges. Und da ist es, ob Ihnen eine richtig gute Freundin oder ein guter Freund fehlt. Und jetzt kommt interessant, das ist eigentlich die Unterscheidung nach Alterskategorien. Laut der Befragung erleben Menschen zwischen 60 bis 69 Jahren trotz einer geringeren Zahl an sozialen Kontakten nach eigenen Worten seltener große Einsamkeit. Und da kann man sich fragen, woran liegt das? Wahrscheinlich liegt das erstens, diese Personen sind natürlich viel stärker kirchlich und religiös überhaupt sozialisiert. Ja, diese Personen wurden erzogen, ja, im Sinne, dass sie die 10 Gebote respektieren sollten, die Moral und so weiter und so fort. Ja, und diese Personen, ja, leben so, und deshalb haben sie auch leichter Gleichaltrige, mit denen sie in Kontakt kommen und eben genau das haben, was hier vorhin gesagt worden ist. Das heißt, sie finden Leute von Vertrauen. Ja, diese Personen in diesem Alter sind wahrscheinlich auch wesentlich weniger individualistischer eingestellt wie die moderneren Generationen, also die neueren Generationen. Der Individualismus ist ja ein Phänomen in den westlichen Gesellschaften, der ja immer mehr gewachsen ist. Aber Personen, die noch zwischen 60 und 69, die haben noch eine Gesellschaft erlebt, wo der Gemeinschaftssinn eigentlich eine sehr hohe Wertschätzung hatte, ja, insbesondere, weil diese Menschen ja noch irgendwie eine Welt erlebt haben, wo die Religion und die Moral etc. eine große Rolle gespielt haben. Bei den Jüngeren ist das eben immer weniger, leider Gottes, ja, da gibt's keine Katechese, sie wissen gar nicht, was die Religion ist, ja, sie wissen kaum noch, was die 10 Gebote sind, und da ist einfach dieser individualistische, ja, dieser Idealismus ist natürlich so stark, und der Idealismus führt dazu, dass sich die Person einkapselt und eben kein Vertrauen entwickeln kann zu anderen Personen. Und das ist deshalb interessant. Das heißt, die haben zwar mehr Kontakte, aber sie können nicht richtig mit denen, ja, wie man so sagt, warm werden. Sie können keine richtigen Vertrauensverhältnisse mehr entwickeln. Das sind Leute, mit denen sie vielleicht mal sich in die Disco gehen oder vielleicht Videogames spielen oder sowas. Aber sie wissen, okay, mit denen kann ich nicht darüber reden, was wirklich für mich wichtig ist. Also meine eigenen Probleme etc. etc. 40% von ihnen gaben an einem durchschnittlichen Wochentag zwischen gar keinem oder 4 Sozialkontakten zu haben, und doch nur 21 fühlten sich regelmäßig sehr einsam. Das sind die Älteren. Das heißt, wie gesagt, sie haben weniger Kontakte, aber offensichtlich sind diese Kontakte von höherer Qualität. Also das heißt, da ist mehr ein größeres Vertrauensverhältnis. Bei den Jüngeren, 18 bis 59 Jahren, haben nur 22 zu wenige Sozialkontakte. Jedoch berichten 26% von starken Einsamkeitsgefühlen. Und das ist natürlich sehr traurig, ja, dass Personen, die so jung sind, 18 Jahre, ja, also eigentlich fast noch in der Schule, dass die so einsam sind. Und gerade Leute, die ja wahrscheinlich viele Kontakte haben, die gehen zu Konzerten, die gehen, was weiß ich, zu Festen und so weiter, aber sie gehen dann wieder zurück nach Hause und fühlen sich trotzdem einsam. Warum? Weil natürlich dieses Vertrauensverhältnis durch diesen starken Idealismus und diese wahnsinnige Missachtung der Religion natürlich sich nicht entwickeln kann. Es ist schade, dass in dieser Statistik eigentlich die Glaubensfrage nicht gestellt worden sind. Ja? Das heißt, ob die Leute, die Glauben haben und dann außerdem noch irgendwie eine Anbindung an einer Gemeinschaft, ja, ob die weniger einsam sind als die anderen. Weil dann wäre es natürlich völlig klar, das ist das Beste eigentlich für die Überwindung der Einsamkeit, ist im Grunde genommen zu glauben. Ja, und zwar ernsthaft zu glauben. Ja, und da sieht man hier, wie katastrophal eigentlich die Situation der katholischen Kirche ist, ja, und mit diesem synodalen Weg. Die Leute können nicht mehr eben Vertrauen haben, dass sie, wenn sie in eine Gemeinde gehen, eine Pfarrei oder sowas, dass dann nicht nur so völlig totale Linkskatholiken sind, die nur eben, ja, über Segensfeiern und was weiß ich was alles reden, anstatt über die Dinge, die einen normalen Gläubigen interessieren. Das heißt, der Glaube, die Moral, Gott, Jesus Christus, unsere liebe Frau, etc., etc. Das heißt, die gehen dahin und die begegnen nur Leute, die eine Kirchenrevolution durchführen wollen im Sinne des synodalen Wegs. Das ist natürlich wirklich katastrophal. Das heißt, diese Zerstörung des Glaubens und der Kirche wird zu, ja, ich glaube wirklich auch zu großem seelischen Leiden führen. Das kann gar nicht anders sein. Aber jetzt würde mich interessieren, was Sie eigentlich dazu denken. Ja, ist das vielleicht etwas überspitzt, was ich sage? Ja, ist das irgendwie, hat das gar nichts mit der Glaubenskrise zu tun, mit der Krise der Kirche? Also, dass diese Einsamkeit einfach, ja, ein
ein soziales Phänomen ist, der nun mal ja, existiert, weil unsere Gesellschaft nun mal sehr individualistisch ist, weil das Internet die Menschen eben vereinsamen lässt oder sowas und eben gar nichts mit dem Glauben zu tun hat. Also bitte nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion. Was meinen Sie, hat die Glaubenskrise und die Kirchenkrise etwas mit dieser Einsamkeitspandemie in den westlichen Gesellschaften zu tun? Ja oder nein? Vielen Dank.